Schreibe nur, wie du reden würdest. Wenn ein Mann wiedergibt, was im Bezirk Liezen gedacht und gesprochen wird, so ist es Winfried Hallasch. In Gröbming beheimatet, hat er den Journalismus im Bezirk Liezen geprägt wie kaum jemand sonst. Einmal mehr sind wir auf der Suche nach den Pionieren und Visionären unseres Bezirkes Liezen des Ennstales. Wir haben sie im Unternehmerbereich gefunden, wir haben sie bei den Musikanten gefunden und sind gelandet bei den Journalisten. Und bei wem sonst könnte ich da sitzen als bei dir, lieber Winfried Hallasch? Herzlichen Dank für deine Zeit. Mehr als 50 Jahre dienst du der schreibenden Zunft. Grundsätzlich und wie immer chronologisch, du bist 1939 geboren, in den Kriegsjahren. Wie war dein Aufwachsen? Ja, mein Aufwachsen war der Gedanke, 1945 als Sechsjähriger mit der Großmutter und mit der Mutter vor den Russen geflüchtet zu sein, ist ein Fixpunkt, den ich noch immer in Erinnerung habe. Genauso wie der Schuleintritt im Herbst 1945 in Hainburg an der Donau, wo ich aufgewachsen bin. Die erste Arbeit in der Schule war, mit Kohlestifte von den vorhandenen Lesebüchern die Hakenkreuze und die Hitlerbilder zu übermalen. Ich bin dort dann in die Volksschule gegangen und in die Hauptschule und bin dann mit 14 Jahren in die HTL nach Mödling gekommen, wo ich Elektrotechnik studiert habe, auch fertig gemacht habe. Ich bin ein fertiger Elektrotechniker, aber ich habe meinen Beruf nie ausgeübt. Lass mich noch mal kurz zwischenhaken. Zum einen, du hast selber das Schreiben schon angesprochen, du bist Linkshänder. Ja. Du bist in der Schulzeit schon als Linkshänder aufgewachsen. Wie war das zur damaligen Zeit? War das ja noch nicht so, dass das okay war? Beim Schuldirektor Leubel, dem war das egal, aber wir haben dann nach einem halben Jahr eine neue Lehrerin bekommen und die hat verlangt, dass ich rechts schreibe. Ich bin aber trotzdem Linkshänder geblieben, was mir bei der Ausbildung im Werkstättenunterricht dann in der HTL mitunter Schwierigkeiten bereitet hat, weil alle Drehbänke, die damals natürlich noch nicht automatisiert waren, und viele andere Handgriffe nur für Rechtshänder eingerichtet worden. Deine Mutter hat gearbeitet, du bist mehr oder weniger bei deiner Großmutter aufgewachsen. Bei der Großmutter aufgewachsen. Die war sehr streng und sehr gläubig. Die Großmutter war gläubig, streng war sie weniger. Sie war eine richtige, gute Großmutter. Streng war die Mutter. Die Mutter war etwas verbittert, weil sie als Jüngste von drei Töchtern von ihrem Vater den Maler- und Anstreicherbetrieb übernehmen musste. Für eine Frau damals eine besondere Herausforderung, wo es noch keine Auto gegeben hat, alles mit Handwagen gemacht hat werden müssen. Unglaublich. Du hast selber schon den Sprung gemacht, Elektrotechniker geworden und hast dann gearbeitet bei der Firma Alfa Laval? Ja, ich habe während der Schulzeit einmal einen Redewettbewerb gewonnen. Und im Zuge dessen hat mich der Redakteur von der Mödlinger Zeitung angesprochen, ob ich nicht bei ihnen ein bisschen mitarbeiten will. Und das war 1956 eigentlich der Einstieg in die Branche. Ich bin am Sonntag mit dem Radl um den Dom gefahren und habe halt dort geschaut, ob ich einige Informationen bekomme. Und da, Gott, dort habe ich auch sehr viel gelernt, muss ich sagen, für den Beruf. Und habe dann eigentlich von dort weg eigentlich immer für die Mödlinger, für die Bodner und für die Wiener Neustädter Zeitung ein bisschen gearbeitet. Wie war das? Kann man sagen, hast du da so ein bisschen Blut geleckt zum Schreiben? Ja, schon. Und ich bin zum Beispiel auch dadurch, durch den Fritz Wangleitner, der mein Förderer war und der mich eigentlich für das begeistert hat, zu Sachen kommen, zu denen ich sonst nicht gekommen wäre. Ich war beim Spatenstich von der Südstadt dabei. Heute unvorstellbar. Das war damals alles Wissen. Wahnsinn, du hast aber die Zeit, in der du groß geworden bist, jetzt unter Anführungszeichen, war eine sehr bewegte. Du hast ja auch relativ viel miterlebt von der Nachkriegszeit eigentlich. Ja, wir haben
Etwa die Hälfte meiner Schulkollegen ist ohne Vater aufgewachsen. Das, in der Nachkriegszeit war das durchaus üblich. Und wir waren auch die Nachkriegsgeneration. Mhm. Rund um die Staatsvertragsunterzeichnung hast du auch? Naja, ich bin in der HTL Mödling dann nicht gewählt worden, sondern von einem Lehrer nominiert worden. Das war damals der Professor Wenzel, der gesagt hat, wir sollen jetzt auch einen Schulsprecher haben. Sie werden dafür geeignet. Dort habe ich wahrscheinlich das einzige sehr gut bekommen, das ich, oder eins von den wenigen, die ich jemals gehabt habe. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis. In unserer Schule, in der HTL Mödling, waren ja die Russen. Und als die Regierungsdelegation von den Staatsvertragsverhandlungen aus Moskau nach Bad Vöslau zurückgekommen ist, sind von Bad Vöslau entlang der Bundesstraße bis nach Wien alle Schulen gestanden und haben nur gewunken. Und einige Wochen später war dann am 15. Mai 1955 war der Festtag vor dem Belvedere und am 26. Oktober ist der letzte russische Konvoi abgegangen und an dem Tag haben wir rund 1000 Schüler von unserer Schule wieder Besitz ernommen. Das war, wir haben beim Wiederaufbau der Schule mitgeholfen, bei der Renovierung. Kann man das in Worte fassen? In was für einer Art und Weise hat dich das ganz persönlich geprägt, diese Zeit? Ja, diese Zeit hat mich schon geprägt, weil ich von dort weg eigentlich, ohne es zu wissen, es hat also die Europäische Gemeinschaft, denn da hat es die EWG gegeben und so. Und wir haben dann im späteren Leben, gerade meine Frau und ich als Unternehmer, auch gemerkt, wie wichtig ist die Zusammenarbeit. Ich bin aus den Erkenntnissen der Kindheit auch heute noch ein Verfechter der EU. Ich weiß, dass die EU uns unheimlich viel Geld kostet. Es wäre ein Krieg aber noch viel teurer und würde viel mehr Leid bewirken. Aber es gibt, ich war siebenmal, glaube ich, als Journalist in Brüssel und dreimal in Straßburg und ich habe gesehen, dass da und dort noch einiges zu verbessern war. Sich ganz sicher, aber ich glaube, es ist die bessere und vor allem die friedlichere Initiative. Jetzt zurück zu deiner Person, Winfried. Wir sind jetzt noch immer in schönen Niederösterreich. Ja. Wo und wann hat es dich dann, oder wie hat es dich dann ins Ennstal verschlagen? Ja, beim Ennstal haben sie mal einen Redakteur gesucht. Und nachdem ich an der Grenze aufgewachsen bin und immer noch gehört habe, da ist der eiserne Vorhang, da wird eh nichts mehr gehen. 300 Meter vom Krankenhaus entfernt, in Kizeh, wo ich geboren bin, hört also Österreich auf und fängt die Stadt Pressburg an, das heutige Bratislava. Das war damals eiserner Vorhang und sehr schwer. Und Grenze, wir haben immer gehört, geht es ja nicht so nahe an die Grenze. Und beim Ennstaler haben sie einen Redakteur gesucht und so bin ich beim Ennstaler gelandet. War fast 2 Jahre beim Ennstaler und wurde dann abgeworben. Und bin bei der Südosttagespost in Graz gelandet. Schon während ich bei Menstoller war, ist mir die kleine Blonde aufgefallen von der Strickerei Wieser, bei der ich unheimlich viel Socken gebraucht habe. Und ich bin der Letzte in meiner HTL-Klasse, der geheiratet hat. Und ich bin auch immer mit meiner ersten Frau verheiratet. Und wir sind eine, glaube ich, ganz gut funktionierende Großfamilie geworden mit rund 16 Personen. Du hast dann eigentlich im Ennstaler deine zweite Heimat gefunden. Eben im Ennstaler, da bin ich richtig, hier habe ich richtig Heimat gefunden. Es war gesundheitlich eine bessere Situation, ich habe als Kind Bronchialasthma gehabt. Und es war einfach, ja, es ist einfach schön gewesen da. Und 9 Jahre bin ich gependelt nach Graz und dann
habe es gelassen und bin zu Hause geblieben. Habe dann immer noch geschrieben als Externer für die steirischen Zeitungen und ein bisschen für die Salzburger. Und dann bin ich halt, dann habe ich selber 27 Jahre den Blick gemacht und bin 2005 in Pension gegangen. Jetzt bin ich Schriftsteller, Kleinstunternehmer und schreibe noch ein bisschen. Weiß natürlich sehr viel und habe ein hervorragendes Archiv, das ich vielleicht einmal verkaufe. Grundsätzlich, ich formuliere das jetzt so, den Journalismus im Innstal verbindet man mit dir. Wenn du jetzt so pauschal sagen solltest, was ist deine Intention zu schreiben? Wenn du schreibst, wo liegt dein Fokus? Ich hab als Person eine eigene politische Meinung. Ich habe als Journalist immer gesucht, neutral zu sein. Das ist mir, glaube ich, auch gelungen, aus der Zeit, ich denke nur in der Nachkriegszeit hier im Bezirk, wie gut die angeblich der ÖVP nahestehende Rottmanner Siedlungsgenossenschaft und die der SPÖ nahestehende Siedlungsgenossenschaft Ennstal noch immer zusammenarbeiten. Es sind tolle Projekte entstanden im Zuge der ersten Ski-WM, im Zuge der zweiten Ski-WM. Da hat es eigentlich nie eine Streiterei gegeben. Und in dem Sinn habe ich mich auch bemüht, politisch als Berichterstatter für alle da zu sein. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit einem Lehrer im Zusammenhang mit meiner Tochter in einer Mittelschule. Aber gut, heute muss ich froh sein, weil die hat die Schule verlassen und hat auch eine sehr tolle Karriere gemacht. Gibt es Dinge, über die du nicht schreiben wolltest, wo du gesagt hast, nein, ich hab, ja, da lasse ich die Finger davon? Meine Verantwortung ist eigentlich immer gewesen, ich möchte nicht schön schreiben, sage ich jetzt einmal, ich möchte nicht schleimen, ich möchte bei der Wahrheit bleiben. Und man muss auch den Mut haben als Journalist, Sachen nicht zu schreiben, die man weiß. Ich habe nichts davon, wegen einem bescheidenen Honorar, Zeilenhonorar, irgendeine Existenz zu zerstören oder, sage ich jetzt einmal, brutal eine Familie ins Unglück zu stürzen. Wie viel Verantwortung hat ein Journalist? Alles, was er mit seinem Gewissen verantworten kann. Und ich habe auch deswegen nur einen einzigen Mord geschrieben. Es sind damals an dem Tag 3 Morde in Graz passiert und die 2 Polizeireporter waren schon unterwegs und zum dritten habe ich müssen. Kann man das sagen, wie hast du deine Art von Journalismus immer angelegt? Es ist nicht abwertend genannt, wenn ich sage Wald und Wiese. Es war in erster Linie Heimat, Chronik, Tourismus natürlich. Wir haben ja damals in den 60er Jahren goldene Zeiten erlebt, durch die Tourupa-Züge, die da hergekommen sind in unsere Gegend, nämlich vom alten Markt in Brungau bis hinunter nach Steinach und uns ins Ausseerland hinein. Es hat immer wirtschaftliche Informationen gegeben und natürlich, ich war dabei vom Spatenstich, von der Autobahn von der A9, von der Eröffnung vom Tunnel, mit dem kleinen Tunnel, mit dem damaligen Bautenminister Sekanina und werde jetzt in einigen Wochen dabei sein, wenn die Tunnelkette Klaus fertig ist und man endlich vierspurig durchfahren kann. Das Thema B320 bewegt mich seit vielen Jahren. Ich habe auch eine Meinung dazu und ich glaube, dass die Politik, ich will nicht sagen versagt hat,
aber nicht mit dem nötigen Elan dahinter war. Wie wichtig, weil das gerade ein gutes Thema ist, wie wichtig schätzt du da die journalistische Meinung dazu ein? Wie viel ist das zusätzlich noch wert? Ja, die journalistische Meinung ist schon wichtig, wenn man bei der Wahrheit bleibt und offen die Dinge sagt. Man kann nicht nur das Schöne, natürlich ist es ein Unterschied, wenn jetzt Schladming gegen Steinach Fußball spielt, ist ein Unterschied, ob ich jetzt schreibe, Schladming hat gewonnen oder Steinach hat verloren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Wert der Meldung wird ja auch gemessen daran, was die Konkurrenz macht. Und ich glaube, dass ich mich mit meinen Geschichten nicht verstecken muss, weil ich immer bemüht war, Sachen zu schreiben, die nicht überall stehen. Es ist ja leider Gottes ein Einladungsjournalismus auch entstanden, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man selber recherchiert und das eine oder andere aufs Tablett bringt. Also ist der Journalismus, der nüchtern, sachlich und frei berichtet, ein sehr wichtiger Punkt? Ja, er kann auch unterhaltend sein. Ja? Mhm. Er kann auch unterhaltend sein. Schmunzeln auslösen. Wie wichtig ist das? Ist schon auch wichtig. Egal von welcher Seite, ob es jetzt die humoristische ist, ob es die berichterstattende ist, wie wichtig siehst du generell den Journalismus, die Medien, um Meinungen zu formen? Es war wichtig, dass man arbeiten lässt und dass man nicht vorher schon gerade so Fragen stellt, was könnte sein, was meinen Sie? Schauen wir mal, da gibt es ein Konzept und machen wir das fix und fertig. Das wäre auch mein Vorschlag für die Verbindung zwischen Altenmarkt im Bongau und zwischen Litzen auf den Autobahnen. Du bist aktiv, du stehst im Grunde mittendrin in diesem Leben. Was wolltest, möchtest und solltest du nach wie vor, was möchtest du bewirken? Bewirken möchte ich vor allem, dass Frieden in der Gegend ist. Es wird immer einen Wettbewerb zwischen den Gemeinden geben. Es kann nicht sein, dass eine Gemeinde auf Kosten der anderen sich Vorteile verschafft, sondern dieses Miteinander, von dem bei den diversen Sonntagsreden immer gesprochen wird, das sollte man einhalten. Das ist das eine. Und das zweite, ich glaube, dass ein besserer Zusammenhalt im Interesse nicht nur der Region, sondern eigentlich des ganzen Landes notwendig ist. Solange die Wirtschaft funktioniert, die Arbeitsplätze gesichert sind, ist ein gewisser Wohlstand vorhanden. Es muss aber auch die Bereitschaft sein, zu arbeiten. Natürlich, es war wichtig, dass man die Jugend vor allem begeistert. Die Jugend begeistert für die Lehre genauso wie für alle Weiterbildungsmöglichkeiten, die es gibt. Ich frage das immer am Schluss, das ist immer meine obligatorische Frage. Wenn du nichtsdestotrotz, obwohl du mitten da bist, zurückblicken würdest, was war da oder ist der größte Erfolg in deinem Leben, wo du sagst, das war einschneidend für mich? Ja, abgesehen jetzt von der Familie und von der persönlichen Situation, ist das einschneidendste Positive, dass die Kinder, unsere drei Töchter und unser Sohn, eine gute Ausbildung haben. Sie haben sich alle weitergebildet, sind erfolgreich und haben inzwischen auch Familie und das Familienleben, die gemeinsame Zusammenarbeit in der Familie funktioniert. Das ist das eine. Persönlich ein einschneidendes Erlebnis war sicher, ich war an der Grenze in Bratislava, als der Alois Mock
die Visafreiheit für die Slowaken verkündet hat. Und da sind sie gestanden, genau, fast genau so wie seinerzeit beim Fall der Berliner Mauer. Und um Mitternacht ist das aufgegangen. Das war für mich ein Erlebnis. Während dieser Grenze bin ich oft gescheitert, weil sie gesagt haben, mein Vater war beim Militär, bei der Abwehr, und in den alten Reisepässen ist er noch gestanden, der Beruf drinnen, Redakteur. Und ich habe also in die Slowakei oder nach Ungarn oder oft nicht einreisen dürfen. Also der Weg nach Europa, muss ich sagen, im weitesten Sinn des Wortes, das ist für mich das einschneidendste Erlebnis. Nach wie vor. Winfried Final, wenn du dem Enstal als Journalist einen Satz zum Schluss mitgeben würdest, wie würde der lauten? Zusammenarbeiten, aufeinander zugehen, Rücksicht nehmen aufeinander und in die Hände spucken, das, was weitergeht. Lieber Winfried Hallasch, wir sind sehr, sehr stolz auf dich, wir sind froh. Ich persönlich bin froh, dass du meinen Weg so sehr begleitest, und wir freuen uns sehr, sehr auf alles, was wir von dir noch lesen, hören und mitbekommen dürfen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank.